Ja, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Hannover 96. Ganz herzlich begrüßen darf ich den Gästetrainer Kenan Kocak, alter Bekannter hier am Hartwald, und meinen Kollegen Heiko Rehberg. Die beiden beginnen mit der Pressekonferenz Teil 1. Bitte schön. Ja, Kenan, fangen wir mit deinem ersten Statement zum Spiel an. Ja, erstmal Glückwunsch an Kleppo, Kulo und Sandhausen zu den drei Punkten. Ich denke, wir haben sehr gut in die Partie gestartet, waren auch feldüberlegen, auch spielüberlegen und hatten das ein oder andere Chance und ja, gehen durch unnötige Aktion, Fehler 0-1 in Rückstand, Standard. Dann erzielen wir selber nach einem schönen Standard das 1-1. Anschließend haben wir eigentlich ganz gute Kontrolle vom Spiel, kommen auch wieder ganz gut raus, haben wieder Kontrolle über das Spiel, setzen das Spiel sofort, wie wir uns das vorgestellt haben, und gehen dann auch verdient 2-1 in Führung. Und dann ja, wieder eine Entstehung, wo wir unnötigen Ballverlust haben, Standardsituation. Daraus resultiert sich dann ein Elfmeter, dann steht es 2-2. Und anschließend danach, nach einer Einwurfaktion, wo wir nicht gut verteidigen, auch vor der Box nicht die gute Positionierung haben gegen den Ball, wo dann der Ball abgedropst wird von unserem Torwart und dann Nachschuss. So sind wir dann einfach komplett anderer Spielverlauf. Wir hatten noch zuvor eine Riesenchance zum 3-2, wo der Seymour Reuer querlegen muss auf Marvin Ducksch, wo er dann ein leeres Tor vor sich gehabt hätte. Und dann sind wir einfach 2-3 hinten und dann haben wir natürlich aufgemacht und gehen dann natürlich hier mit 2-4 nach Hause, was natürlich für uns sehr enttäuschend ist. Ja, vielen Dank für das erste Statement. Jetzt die Fragen der beiden Kollegen, die hier in Sandhausen sind. Jonas Schemkus von der HZ&MP fängt an. Kenan, du sprichst oft über das fehlende Belohnen. Heute war es lange eine ordentliche Partie, am Ende aber richtig bitter. Was ist deinem Team abhanden gekommen? Ja, nochmal, wir, das zieht sich bitte so ganz hin. Wir müssen einfach eine ganz andere Verteidigungsmentalität reinbekommen. Natürlich war es auch sehr bitter, dass der Marcel Franke kurz nach Spielbeginn verletzt rausgehen musste. Und wir können einfach so nicht verteidigen. Und die Tore waren ja mehr oder weniger von uns auch Geschenke. Und die hat heute Sandhausen dankend angenommen. Die Frage von Florian Krebs von der Bild. Wie sind die erschreckend schwachen Leistungen von Michael Esser und Simon Verlet zu erklären? Ja, wir verlieren und gewinnen gemeinsam zusammen und ich möchte jetzt hier nicht einzelne Spieler an den Pranger stellen. Ich denke, beides sind Profis genug, um ihre eigene Leistung auch dementsprechend beurteilen zu können. Florian Krebs möchte gerne wissen, du hast dich vor dem Spiel sehr lange mit Sandhausens Manager unterhalten. Worum ging es? Ja, wir kennen uns und dann unterhaltet man sich über alles Mögliche. Kannst du ein bisschen was zu den Verletzungen von Marcel und von Henne sagen? Ja, Marcel Franke hat leider beim Rückpass in seinem Oberschenkel Rückseite was gemerkt und die ersten Befürchtungen sind jetzt so, dass er eine muskuläre Verletzung hat. Inwieweit es schwerwiegend ist, muss man die nächsten Untersuchungen uns ausgeben. Ansonsten, genauso bei Henne hat auch irgendwas gemerkt im Hüftbereich und deswegen mussten wir beide Jungs auswechseln. Näheres kann ich erst sagen, wenn die genauen Diagnosen feststehen. Positiv, sagen die beiden hannoverschen Kollegen, Florent Muslia macht er gerade den Schritt, den du lange von ihm erhofft hast. Ja, absolut. Er ist jetzt, wenn ich die Entwicklung von ihm sehe, bin ich sehr zufrieden. Er hatte zum wiederholten Mal eine konstant gute Leistung abgerufen und es freut mich einfach, dass der Junge da auf dem Weg sich befindet. Und ich denke, da ist er noch nicht am Ende. Und wenn er so weitermacht, dann wird er mit Sicherheit noch besser. Letzte Frage von Jonas Schemkus. Mike Franz und Musa Dumbuya fehlten im Kader verletzungsbedingt oder gab es andere Gründe? Musa Dumbuya haben wir heute uns für einen Simon Stähle entschieden, den Jungen nochmal mitzunehmen, weil er auch sehr gut mitmacht und trainiert. Und Mike Franz liegt wegen Erkältung flach. Ja, vielen Dank. Das war Teil 1 der Pressekonferenz und geht weiter mit Sandhausen, meinem Kollegen. Ja, vielen Dank, Kenan. Vielen Dank, Heiko. Euch eine gute Rückreise und für den Endspurt in der Saison noch alles Gute. Dankeschön. Ja, und wir machen weiter. Teil 2 der Pressekonferenz mit unserem Gerhard Kleppinger. Kleppo, dein Fazit zum Spiel. Ja, ich möchte mich erst nochmal, obwohl er nicht mehr da ist, von Kenan bedanken für die Glückwünsche, die er uns überbracht hat. Und zum Spiel heute, ich muss sagen, es war eminent wichtiger Sieg gewesen.
die Art und Weise, wie wir von der Mentalität her, von der Motivation her aufgetreten sind nach dem Hamburg-Spiel. Wir hatten große Bedenken gehabt, der Kulo und ich, heute vor der Partie, fast mehr wie vor Hamburg, weil wir wussten, dass der Kenan die Mannschaften, seine Mannschaften immer perfekt auf den Gegner einstellen kann oder einstellt. Das haben wir auch in der ersten Halbzeit gemerkt, durch die vielen Spiele, durch die Halbräume oder die Halbspuren und über die Sechserpositionen. Das haben wir nicht so richtig in den Griff bekommen. Wir hatten auch in der Halbzeit überlegt gehabt, umzustellen, aber sind dann unserem System erstmal treu geblieben. Erste Halbzeit sind wir dann halt durch den Freistoß in Führung gegangen, mussten dann auch einen Freistoß wieder hinnehmen. Zweite Halbzeit beim 2-1 haben wir ein bisschen schludrig verteidigt, kommen dann aber zum 2-2 zurück. Wir sind wieder zurückgekommen ins Spiel. Dann muss man auch sagen, der Kapi hat sehr gut gehalten, hat uns auch in einigen Situationen oder in schwierigen Phasen von dem Spiel im Spiel drin gehalten. Aber wie die Mannschaft dann nochmal zurückgekommen ist über die Mentalität und die Gier, das Spiel unbedingt drehen zu wollen, da können wir uns nur recht herzlich bedanken bei dem Team. Das Spiel war eine wahre Achterbahnfahrt. Führung, Ausgleich, Rückstand, wieder Ausgleich und dann der Sieg noch. Wie hast du das erlebt und inwiefern war dein Glaube und hat dem Rückstand ungebrochen, dass wir das Spiel noch gewinnen können? Ja, ich glaube, das, man hat das schon ein bisschen an der Körpersprache gemerkt, dass der Rückstand natürlich, erstmal war es ein kleiner Dämpfer, aber man hat schon gemerkt, wie die Mannschaft sich auch wieder da gepusht hat und wie sie unbedingt zurückkommen wollte und hat dann auch den Elfer auch erzwungen. Wir hatten dann ja auch noch ein paar Chancen gehabt und man hat das schon gesehen, dass die Mannschaft unbedingt heute nichts liegen lassen wollte. Ist es nur diese, ja, ein Stück weit veränderte Einstellung nach der Quarantäne oder wo siehst du die Gründe dafür, dass wir gegen zwei starke Mannschaften wie den HSV und Hannover gewonnen haben? Ja, es waren ja oft unsere Tugenden bei Sandhausen, dass wir oftmals so Großen hier bei uns die Beine, das Bein gestellt haben, dass wir über den Kampf ins Spiel reingefunden haben und es geschafft haben, auch große Gegner hier zu schlagen. Und das war heute genauso wieder zu sehen, dass die alte Mentalität wieder da ist und so können wir natürlich peu à peu weitermachen, den Schritt nach vorne machen. Allerdings können wir uns heute freuen und dann geht es halt schon wieder weiter mit Regenerieren. Ich habe es schon mal gesagt, Ernährung, Schlaf und dann steht nächste Aufgabe in Fürth. Aber bis dahin, bis morgen, können wir uns schon noch richtig freuen. Welche Auswirkungen hat so ein Sieg, mit dem man auch die Abstiegsplätze verlassen hat, auf die Psyche? Ist das ein entscheidender Faktor im Moment? Ja, natürlich. Man hat das ja auch schon gemerkt. Wir waren die ganze Zeit im Hotel, auch nach dem Hamburg-Spiel, dass die Stimmung natürlich gleich dann weiter oben ist. Und wir haben immer gesagt, es gibt nichts, die schon gespielt haben, Fußball gespielt haben, es gibt nichts, was Siege ersetzen kann. Und davon lebt der Fußball oder davon lebt auch dann die Emotion und auch das Gefühlsleben. Und da sind wir halt momentan ganz gut dabei. Ein letztes Wort noch. Dennis Linsmeier hat heute seinen 250. Pflichtspieleinsatz für den SV Sandhausen gehabt. Du bist schon ganz lange an seiner Seite als Co-Trainer, Trainer. Kurz deine Einschätzung oder ja, ein paar Sätze zu Dennis. Zu Linsi. Der Dennis kam ja, glaube ich, ein paar Monate später als ich. Seitdem sind wir hier zusammen. Und wir wissen alle, was wir am Dennis haben. Er ist vom Charakter, er ist ein ganz feiner Kerl und hat sich auch hier unwahrscheinlich entwickelt, etabliert, von Kaiserslautern hier rübergekommen. Wir wissen, was wir an ihm haben. Wir können uns immer auf ihn verlassen und wir sind auch erstmal froh, dass er aus dem Corona-Ding da wieder sehr gut zurückgekommen ist und seine volle Gesundheit erlangt hat. Und ich würde mich freuen, noch sehr lange ihm am Hartwald hier begrüßen, das verkehrte Wort, aber dass er noch länger hier ist. Gut, jetzt wird heute gefreut, morgen und die restlichen Tage regeneriert. Am Dienstag geht es dann nach Fürth, korrekt? Am Dienstag geht es nach Fürth, ganz genau. Und wir werden dort noch eine kleine Einheit absolvieren, auf Galopp. Und dann abends versuchen, was aus dem Ronhof zu entführen.
Da freuen wir uns drauf. 18.30 Uhr am Mittwoch. Bis dahin, bleiben Sie alle gesund, viel Spaß und heute ist tatsächlich Freuen angesagt. Einen schönen Abend, einen schönen Restsonntag allen. Danke, tschüss, das war's von uns. Mhm.